Der Schlüssel aller Schlösser bist du selbst. Niemand ist mehr Sklave, als der sich für frei hält, ohne es zu sein. Johann Wolfgang von Goethe. Nachfolgender Text stammt von Wilhelm Reich aus seinem Buch Christusmord, die emotionale Pest der Menschen. Es ist aber möglich, aus der Falle herauszukommen. Um jedoch aus einem Gefängnis ausbrechen zu können, muss man erst einmal zugeben, dass man in einem Gefängnis sitzt. Die Falle ist die emotionale Struktur des Menschen, seine Charakterstruktur. Es hat wenig Sinn, Denksysteme über das Wesen der Falle zu entwerfen, wenn das Einzige, was man zu tun hätte, um aus der Falle herauszukommen, darin besteht, dass man die Falle erkennt und ihren Ausgang findet. Allererste Aufgabe ist es, den Ausgang aus der Falle zu finden. Wie die Falle beschaffen ist, interessiert überhaupt nicht, abgesehen von dieser einen entscheidenden Frage: Wo ist der Ausgang aus der Falle? Man kann eine Falle ausschmücken, um das Leben darin angenehmer zu gestalten. Das haben Michelangelo, Shakespeare und Goethe getan. Man kann sich irgendwelche Hilfsmittel ausdenken, um das Leben in der Falle zu verlängern. Das haben die großen Naturwissenschaftler und Ärzte getan. Man kann auch eine große Kunstfertigkeit im Heilen von gebrochenen Knochen entwickeln für die, die in die Falle stürzen. Doch der entscheidende Punkt ist und bleibt, den Ausgang aus der Falle zu finden. Wo ist das Tor zum unendlichen Raum? Das ist das größte aller Rätsel überhaupt. Das ebenso lächerliche wie tragische daran ist, der Ausgang ist für diejenigen, die in der Falle sitzen, deutlich sichtbar. Aber niemand scheint ihn zu sehen. Jeder weiß, wo der Ausgang ist, aber niemand scheint auch nur einen Schritt auf ihn hinzutun. Mehr noch, wer immer sich dem Ausgang nähert oder darauf zeigt, der wird für verrückt oder kriminell erklärt. Es stellt sich heraus, dass das Problem nicht die Falle ist oder die Schwierigkeit, den Ausgang daraus zu finden. Das Problem liegt in denen, die in der Falle sitzen, in den Gefangenen selbst. Warum nehmen sie den deutlich sichtbaren Ausgang nicht wahr und bewegen sich darauf zu? Sobald sie dem Ausgang nahe kommen, ergreifen sie schreiend die Flucht davor. Wenn einer unter ihnen versucht, hinauszugelangen, so töten sie ihn. Und doch bleibt es für die in der Falle Gefangenen das größte und unfassbarste Rätsel überhaupt. Das eigentliche Problem der Menschheit liegt darin, dass sie stets dem Wesentlichen ausweicht. Dieses Ausweichen, die ausweichende Grundhaltung, gehört zur tiefen Struktur des Menschen. Auf diese Struktur ist es zurückzuführen, wenn der Mensch vor dem Ausgang aus der Falle davonläuft. Er wehrt sich mit entschlossener Härte gegen jeden Versuch, den Ausgang zu finden. Das ist das größte Rätsel. Die Schlüssel zum Ausgang sind in unserem eigenen Charakterpanzer, in der mechanischen Erstarrung unseres Körpers und unserer Seele einzementiert. Das ist die große Tragödie und Christus hat dies erkannt. Wer zu lange im dunklen Keller gelebt hat, wird den Sonnenschein hassen und vielleicht können seine Augen gar kein Licht mehr ertragen. Daher rührt dann der Hass auf den Sonnenschein. Damit sich ihre Nachkommen an das Leben in der Falle gewöhnen, entwickeln die Lebewesen, die in ihr gefangen sind, ausgeklügelte Methoden, um das Leben in einem strikt eingeschränkten Rahmen zu halten. In der Falle ist nicht genug Raum für weit ausholende Gedanken oder Handlungen. Jede Bewegung ist nach allen Seiten hin begrenzt. Den Geschöpfen im Innern der Falle ist jegliches Gefühl für ein erfülltes Leben verloren gegangen. Und dennoch ist ihnen die tiefe Sehnsucht nach dem Glück geblieben, die Erinnerung an ein lange vergangenes glückliches Leben, bevor sie in die Falle gerieten. Der gesellschaftliche Überbau aus Ökonomie, Kriegführung, irrationalen politischen Bewegungen und gesellschaftlichen Institutionen, die der Unterdrückung des Lebens dienen, überschwemmt die fundamentale Tragödie, unter der das Menschentier leidet, mit einer Flut von Rationalisierungen, Vertuschungsversuchen und Manövern, um vom eigentlichen Problem abzulenken. Und er kann sich dabei auch noch auf eine vollkommen logische und in sich stimmige Rationalität verlassen. Wie kann jemals guter Wille unter den Menschen und Friede auf Erden entstehen, wenn es so ist? Die Antwort lautet: Lernt zu erkennen, was das Leben ist und wie es funktioniert. Lernt endlich für das Leben so zu kämpfen, wie er es bis jetzt nur für Kaiser, Fürsten und Führer, für Ideen, für die Ehre, für Reichtümer und für vergängliche Vater- und Mutterländer getan habt. Fangt endlich an, für das Leben zu kämpfen. Sehr verehrte Damen und Herren, alle 5 Sekunden verhungert ein Kind unter 10 Jahren. 37.000 Menschen verhungern jeden Tag.
und fast eine Milliarde Menschen auf diesem Planeten sind permanent schwerstens unterernährt. Und derselbe World Food Report, der FAO, der Spezialorganisation der Vereinten Nationen, der jährlich die Opferzahlen gibt, die nicht bestritten sind, sagt, dass die Weltlandwirtschaft in der heutigen Phase der Entwicklung ihrer Produktionskräfte problemlos, normal, 2200 Kalorien erwachsen sind wie pro Tag, normal 12 Milliarden Menschen ernähren könnten. Wir sind 6,7 Milliarden auf der Welt, praktisch das Doppelte könnte normal ernährt werden. Schlussfolgerung, zu Beginn dieses Jahrtausends, es war anders in vergangenen Jahrhunderten, aber zu Beginn dieses Jahrtausends gibt es auf diesem Planeten keinen objektiven Mangel mehr. Es gibt keine Fatalität für das tägliche Massaker des Hungers, das in eisiger Normalität vor sich geht. Ein Kind, das jetzt, wo wir reden, am Hunger stirbt, wird ermordet. Gestorben wird überall gleich. Ob in den somalischen Flüchtlingslagern, den Elendsvierteln von Karachi oder den Slums von Dhaka, der Todeskampf erfolgt immer in denselben Etappen. Bei unterernährten Kindern setzt der Zerfall nach wenigen Tagen ein. Der Körper braucht erst die Zucker, dann die Fettreserven auf. Die Kinder werden lethargisch, dann immer dünner. Das Immunsystem bricht zusammen. Durchfälle beschleunigen die Auszehrung. Mundparasiten und Infektionen der Atemwege verursachen schreckliche Schmerzen. Dann beginnt der Raubbau an den Muskeln. Die Kinder können sich nicht mehr auf den Beinen halten. Ihre Armen baumeln kraftlos am Körper. Ihre Gesichter gleichen jenen von Greisen. Dann folgt der Tod. Die Umstände jedoch, die zu dieser Agonie führen, sind unglaublich komplex. Sie sind vielfältig und kompliziert. Das Geld ist das Problem. Aber das Geld fehlt. Das Welternährungsprogramm, das in der UNO-Gemeinschaft die Aufgabe der humanitären Soforthilfe hat, hat einen, am 1. Juli, das ist nur ein Beispiel, einen Urgent Appeal herausgegeben. Dringendst bis Mitte August, für die Zeit Mitte Juli bis Mitte August, braucht es 182 Millionen Euro dringendst, sofort. Die Antwort, 31 Millionen sind bis anhin gekommen. Das Weltbudget des Welternährungsprogramms war vor der Finanzkrise, also im Jahre 2008 noch, war 6 Milliarden Dollar im Jahr. Es ist heute 2,8 Milliarden. Warum? Weil die großen Geberländer, die westlichen Demokratien vor allem, das sind die Beitragszahler, die hauptsächlichen Beitragszahler des Welternährungsprogramms, haben weitgehend ihre Zahlungen, sei es reduziert oder einige sogar eingestellt. Weil die Regierungen von Berlin, Paris, Wien, London, Washington, die müssen ihren Banken Tausende von Milliarden zahlen, um sie zu über Wasser zu halten. Und dabei sind die Spekulanten, die Halunken dieser Banken, der Bankenbanditismus ist selbst verantwortlich für die Finanzkrise. Aus dieser Situation aus, für diese Situation bezahlen heute die Kinder in Äthiopien, in Somalia und in Nordkenia, sie bezahlen mit ihrem Tod. Die Verursacher dieser kannibalischen Weltordnung, diese Spekulation, dieses Zusammenbruch der Finanzmärkte gehören vor ein Verbrechertribunal, ein Nürnberger Tribunal, wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Jetzt fragt man sich, warum Klimakatastrophe, das tönt so total unabwendbar, das ist eine Naturkatastrophe, was kann man dagegen tun? Aber dahinter gibt es andere, genauere Fragen. Wie jedes Land auf der Welt, die meisten Länder auf der Welt, haben Notvorräte. Warum haben gerade die Länder, Äthiopien, Somalia, Djibouti, Kenia, Uganda, Eritrea, die am meisten gefährdet sind? Und die Gefahr hat sich ja potenzialisiert über die fünf Jahre hinweg, die letzten fünf Jahre hinweg. Warum haben die keine Notvorräte anlegen können? Weil seit der Finanzkrise
sind die großen Spekulanten, die Hedgefonds, die Großbanken umgestiegen von den Wertpapiermärkten, New York Stock Exchange und so weiter, auf die Agrarrohstoffbörsen, Chicago Commodity Exchange und andere, und haben dort mit total legalen Termingeschäften, Futures und so weiter, mit den üblichen Spekulationsinstrumenten, die Grundnahrungsmittelpreise in astronomische Höhen getrieben. Grundnahrungsmittel sind Mais, Getreide und Reis, die decken 75% ungefähr des Weltkonsums ab. Die Tonne Getreide heute ist 270 Euro, sie war genau die Hälfte vor einem Jahr. Reis ist um 110% gestiegen, Mais um 63%. Was ist die Folge? Arme Regierungen wie die vom Horn von Afrika können diese Preise, diese Weltmarktpreise nicht mehr bezahlen, können keine Notvorräte anlegen, und wenn die Katastrophe zuschlägt, schlägt auch der Tod zu und die Menschen sind machtlos. Dazu kommt ein zweites Problem, das ist die fehlende Infrastruktur in der Landwirtschaft dieser Region. Diese Länder sind praktisch alle von einer unglaublichen Auslandsschuld erdrückt. Alles, was sie im Export verdienen, geht direkt in die Schuldenamortisation oder in die Zinszahlung. Geld für Infrastrukturinvestitionen, vor allem in der Landwirtschaft, gibt es nicht. Viele der Schönen und der Reichen, der Großbankiers und der Konzernmogule sitzen jetzt in Salzburg. Sie sind die Verursacher und sie sind die Herrscher dieser kannibalischen Weltordnung. Kapital ist immer und überall zu allen Zeiten stärker als die Kunst. Unsterbliche, gigantische Personen hat Noam Chomsky die Konzerne genannt. Vergangenes Jahr, laut Weltbankstatistik 2010, haben die 500 größten Privatkonzerne, alle Sektoren zusammengenommen, 52,8% des Bruttoweltproduktes kontrolliert. Das heißt, alle in einem Jahr auf der Welt produzieren Kapitalien, Waren, Dienstleistungen, Patente und so weiter. Diese Konzerne, für die es überhaupt keine Sozialkontrolle gibt, keine politische, keine staatliche, keine gemeinschaftliche Kontrolle gibt, haben heute eine Macht, wie es nie ein Kaiser, nie ein König, nie ein Papst gehabt hat in der Geschichte der Menschheit. Die total entfesselte, sozial völlig unkontrollierte Profitmaximalisierung ist ihre Strategie. Aber es ist gleichgültig, welcher Mensch an der Spitze eines Konzerns steht. Jean-Paul Sartre hat geschrieben, wer die Menschen lieben will, muss sehr stark hassen, was sie unterdrückt, nicht wer sie unterdrückt. Es geht um die strukturelle Gewalt des Kapitals. Wenn ein Konzernchef an der Spitze den Shareholder Value nicht um 10-15% heraufsetzt jedes Jahr, dann überlebt er schon die zweite Generalversammlung nicht mehr und wird aus der Vorstandsetage verjagt. Es gibt ein Leben vor dem Tod. Es gibt auch keine Ohnmacht in der Demokratie. Wir haben alle Waffen dank Grundgesetz, dank demokratischer Verfassung, um unsere Regierungen zum Widerstand gegen die Oligarchien des globalisierten Finanzkapitals zu zwingen. Der Tag wird kommen, wo Menschen in Frieden, Gerechtigkeit, Vernunft und Freiheit, befreit von der täglichen Angst vor dem nächsten Tag, vor der Not, zusammenleben werden. Die Mutter Courage, aus dem wunderschönen Stück von Bertolt Brecht, erklärt das ihren Kindern in folgenden Worten. Es kommt der Tag, da wird sich wenden, das Blatt für uns, er ist nicht fern. Da werden wir, das Volk, beenden, den großen Krieg der großen Herren. Die Händler mit all ihren Bütteln
und ihrem Kriegs- und Totentanz. Sie wird auf ewig von sich schütteln, die neue Welt des gemeinen Manns. Es wird der Tag, doch wann er wird, hängt ab von mein und deinem Tun. Drum, wer mit uns noch nicht marschiert, der macht sich auf die Socken nun. Ich danke Ihnen herzlich.